Und wir kommen nun zum Titelkampf des heutigen Abends zur WBO Intercontinental Championship. Gleich werden sich hier im Ring gegenüberstehen der IBF Europameister, der WBA PAB Champion Shefat Isufi aus München und der WBA Federline Super Welterweight Champion aus Peru, La Pantera David Martin Zegarra. Heute wird sich entscheiden, wer einen weiteren Gürtel mit nach Hause nehmen darf. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Boxsportfreunde, es ist soweit. Es geht um die WBO Intercontinental Championship. Und in die blaue Ecke rufe ich den Mann aus Lima, Peru, La Pantera, David Martin Zegarra! Und damit herzlich willkommen, liebe Boxsportfreunde, live auf randfighting.de hier aus dem wunderschönen München bei Leos Boxnacht in Leos Boxgym. Wo heute der Lokalmatador aus München, Emre Çukur, der Lion Junior, seinen nächsten Schritt in Richtung Juniorenweltmeisterschaft gehen will gegen den starken Ungarn István Zeller. Das ist der Hauptkampf des heutigen Abends. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch, nämlich den Interkontinental-Titelkampf im Supermittelgewicht nach Version der WBO. Und zwar mit diesem jungen Mann hier, David Martin Zegarra aus Peru, der auf den lokalen Matadorin Shefat Isufi treffen wird. Herzlich willkommen, La Pantera, David Martin Zegarra! Sein Gegner kommt aus München. Er ist IBF-Europameister, WBA, PAB, Champion. Und ich rufe ihn nun in die rote Ecke, Shefat Isufi! Ja, man sagt ja, ein guter Boxer, der braucht Rhythmus im Blut. Den hat David Martin Zegarra auf jeden Fall. Und er wird der bislang größte Prüfstein in der Karriere von diesem jungen Mann hier, von Shefat Isufi aus München, der sich heute mit diesem Kampf hier den vakanten WBO-Titel, die WBO Interconti-Meisterschaft im Supermittelgewicht sichern möchte. Ein Titel mit einer ganzen Menge Prestige, der in der Vergangenheit von so illustren Namen wie Arthur Abraham gehalten wurde, von Jürgen Bremer oder auch von Vincent Feigenbutz. Ein Titel, der ein großes Sprungbrett sein kann für größere Titel in der Zukunft. Aber bevor er daran denken kann, muss er erstmal an dem starken Peruaner David Zegarra vorbei. Wir freuen uns auf den tollen Kampf im Supermittelgewicht, angesetzt auf 10x3 Minuten. Choke.
It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Hier ist der Mann aus München, hier ist der IBF-Champion, hier ist der WBA-PABA-Champion. Hier ist Shefat Isufi! Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun die Kämpfer vorstellen und beginne in der blauen Ecke mit David Martin Zegarra. Er ist 32 Jahre alt, 76 Kilo schwer, 1,78 Meter groß. Er stammt aus Lima in Peru. 32 Mal kämpfte er bisher, 31 Mal war er siegreich, 19 Mal davon durch Knockout. Er war WBA, Federline, Super-Weltergewicht-Champion und südamerikanischer Meister. Sein Trainer ist Marcelo González Rocha. Begrüßen Sie in der blauen Ecke La Pantera, David Martin Zegarra! Und in der roten Ecke, Shefat Isufi. 28 Jahre alt, 76 Kilo schwer, 1,80 Meter groß. Er stammt aus Serbien, lebt aber jetzt schon lange in Deutschland, hier in München. 28 Mal kämpft er bisher, 23 Mal war er siegreich, 18 Mal durch Knockout, 2 Kämpfe endeten unentschieden. Er ist der IBF-Europameister, er ist der WBA-PABA-Champion und der WBC-Eurasia-Pazifik-Champion. Er wird trainiert von der deutschen Boxlegende und dem ehemaligen IBF- und WBC-Weltmeister Rocky Graziano Rocky Gianni. Meine Damen und Herren, in der roten Ecke, Shefat Isufi! Es geht um die WBO Intercontinental Championship im Supermittelgewicht. Meine Damen, es handelt sich hier um einen Titelkampf und ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben für die Nationalhymnen. Und zuerst erklingt die Hymne unseres Gastes aus Lima, die peruanische Nationalhymne. Und nun die Hymne der Bundesrepublik Deutschland.
Vielen Dank, ich darf Ihnen nun die Offiziellen und das Kampfgericht vorstellen. Als Supervisorin vom Bund Deutscher Berufsboxer, Frau Beate Pöske aus Hamburg. Die Punktrichter sind Herr Ingo Barabas aus Deutschland, Herr Benche Kovac aus Ungarn und Herr José Martinez aus Spanien. Die Leitung des Kampfes hat Herr Igor Bebic aus Deutschland. Okay, I want a clean fight. When I say stop, stop fighting. When I say break, step back, both of you. Check gloves and good luck. WBO Intercontinental Meisterschaft im Supermittelgewicht. Es geht um die WBO Intercontinental Championship. Es geht um den Titel. David Martin Zegarra trifft auf den Münchner Shefat Isufi, der hier einen weiteren großen Schritt in Richtung der ganz großen Kämpfe gehen will. Der Peruaner startet sofort mit harten Führhänden. Isufi, gebürtiger Serbe, lebt seit vielen, vielen Jahren hier in München. 27 Jahre jung und seit 7 Jahren bei den Profis. Hat hier die Ringmitte, stabile Doppeldeckung. Und schießt selbst eine schöne Führhand raus. Für David Zegarra, La Pantera, wie er sich nennt. Es ist erst der zweite Kampf außerhalb Perus. Und seine erste Auswärtsfahrt, die ging nicht besonders gut für ihn aus. Das war in Dänemark. In seinem vorletzten Kampf, da musste er die erste und bislang einzige Niederlage seiner Karriere einstecken. Also alles andere als Fallobst, was man hier eingeflogen hat für Shefat Isufi. David Zegarra, 31 Siege, 19 durch Knockout. Schöne Führhand jetzt getroffen von Isufi. Dessen Bilanz sich ebenfalls sehen lassen kann. 23 Siege bei nur 3 Niederlagen, 2 Unentschieden und 18 K.O.s. Deckung bleibt stabil. Und eine schöne Rechte landet im Ziel. Leichte Reichweitenvorteile auch für Shefat Isufi, der seine letzten 6 Kämpfe in Folge gewinnen konnte. Und mit einem Sieg heute einen großen Schritt in seiner jungen Karriere machen kann. Ah, hat den Peruaner da in der Ecke gestellt. Aber überstürzt nichts, geht das methodisch an. Hat ja Ex-Weltmeister, die deutsche Boxlegende Graziano Rocky Gianni in seiner Ecke. Der ihm hier konstant Anweisungen zuruft. Bislang kann er ganz zufrieden sein mit seinem Schützling. Macht das hier bislang ganz solide. Oh, da ist eine Rechte durchgekommen vom Peruaner. Hat einen Weg an der Deckung von Isufi vorbeigefunden. Mit diesem rechten Haken. Und da ist die erste Runde vorüber. Keine spektakulären Treffer, aber eine solide Runde von beiden Kämpfern. Ah, hier sehen wir diese knackige Führhand nochmal von Shefat Isufi, die er ein paar Mal ins Ziel bringen konnte. Und hier dieser schöne rechte Cross. Sicherlich der größte Wirkungstreffer in dieser Runde gewesen, aber auch Zegarra bleibt gefährlich. Ich habe es bereits gesagt, Graziano Rocky Gianni in der Ecke von Shefat Isufi. Wir sehen ihn hier, zumindest seinen Rücken. Einer der erfolgreichsten deutschen Boxer aller Zeiten und er prophezeit ihm eine große Zukunft. Wollen wir mal schauen.
Runde 2 läuft. Wieder diese schöne gestochene Führhand hier von Isufi. Und immer wieder dieser rechte Haken von La Pantera Zegarra. Der jetzt ein bisschen lockerer wird, auch mal Kombinationen schlägt. Die aber bislang alle an der Doppeldeckung des Münchners abprallen. Ah, war ein bisschen tief. Schöner Haken jetzt hier von Isufi. Der das gut macht, auf seine Lücken wartet. Du musst Druck machen, sagt Graziano Rocchigiani. Ja, den Peruaner, den darf man nicht kommen lassen. Und da wird er langsam, kommt er aus sich raus hier, Shefat Isufi. Aber muss da aufpassen, dass er nicht unsauber wird. Wird da ermahnt wegen des Ellbogentreffers. Infight jetzt hier beider Boxer. Und wieder findet Pantera die Lücke mit seinem rechten Haken. Ah, Isufi scheint jetzt ein bisschen lockerer zu werden, bewegt sich mehr, tänzelt ein bisschen. Aber er muss mehr machen. Muss mehr Tempo machen. Er will hier den vakanten WBO Interconti-Titel mit nach Hause nehmen. Schön gerade durch die Mitte durchgesteckt. Ah, und geht da nicht auf die Spielchen von Zegarra ein. Sondern bleibt methodisch. Und sucht sich die Lücken. Wieder schöne Führhand reingehauen von Isufi. Ah, alles auf die Deckung. Das Supermittelgewicht ja in Deutschland eine sehr, sehr populäre Gewichtsklasse. Eine sehr, sehr stark besetzte Gewichtsklasse auch. Wird es nicht einfach für Isufi, sich nach oben zu arbeiten. Da ist die Runde fast vorüber. Wieder schöne Rechte ins Ziel gebracht von Isufi. Schöne Schlussphase hier vom Münchner, der damit die Runde klar und deutlich für sich verbuchen kann. So darf er gern weitermachen. Und da sieht man die Handschrift von Graziano Rocchigiani, der ja seine Kämpfe auch immer mit einer stabilen Doppeldeckung bestritten hat, sich seine Lücken seelenruhig gesucht hat und wenn er sie einmal hatte, dann zugeschlagen hat. Hier sehen wir nochmal diese schönen Körpertreffer von Zegarra. Der vor allem mit dem rechten Haken immer sehr, sehr gefährlich ist und hier diese tolle Schlussphase von Shefat Isufi. Also Nehmerfähigkeiten, die hat der Peruaner offensichtlich. Aber das Kinn von Zegarra, das wird Isufi noch auf die Probe stellen wollen. Ah, da kurz die Hand ein bisschen hängen lassen. Schon gab es die Ermahnung aus der Ecke, die Doppeldeckung wieder hochzunehmen. Dritte Runde, Kampf angesetzt auf 10. Also alle Zeit der Welt hier noch für beide Boxer. Bislang landet das meiste von Zegarra auf der Deckung des Münchners. Der vor allem mit seiner Führhand punkten kann. Sofort wieder die Halbdistanz sucht, sich auf die Spielchen von Zegarra nicht einlässt. Ja,
schön aus der Ecke gelöst jetzt hier. Muss aber aufpassen, dass er nicht so oft in die Schlaghand von Zegarra hineinzirkelt. Oh, schöner linker Haken durchgebracht vom Peruaner. Oh, schöne Doublette jetzt hier von Isufi. Und noch eine hinterher. Also die Führhand, ganz klar die Waffe der Wahl hier für den Münchner Lokalmatadoren. Der hier mit David Zegarra ganz klar den stärksten Gegner seiner bisherigen Karriere vor den Fäusten hat. Schöner rechte Haken getroffen. Der durchaus auch schon auf großen Bühnen gekämpft hat. Im Vorprogramm von Abraham gegen Stieglitz zum Beispiel in Magdeburg. Und der jetzt hier vor heimischer Kulisse glänzen will. Ja, sobald die Deckung fällt, gibt es die Ermahnung aus der Ecke. Wieder schöner rechter Haken durchgebracht. Und auf die Deckung, da muss er drauf achten, denn eine seiner drei Niederlagen, die kam durch K.O. Oh, wieder der rechte Haken. Also, so langsam schlägt er sich warm hier. Schön zum Körper. Variiert die Attacken. Und die Führhand hinterher. Ah, Zegarra, der kommt immer mal wieder überfallartig und bringt ein, zwei Hände durch. Aber wieder starke Schlussphase hier von Isufi, aber auch Zegarra landet hier noch in den letzten Sekunden. Schwer zu wertende Runde, dieser dritte Durchgang. Und das Publikum, das ist da. So, da gab es noch was fürs Auge und jetzt schauen wir uns hier die Highlights dieser dritten Runde an. Und da gab es einige schöne Kombinationen von beiden Seiten. Hier diese knackige Doublette von Isufi. Aber Zegarra, der lässt sich da nicht beeindrucken von diesen Treffern. Und kam gegen Ende nochmal stark zurück, immer wieder mit diesem rechten Haken. Ringfight zur vierten Runde. Second round, please. Also, ansehnlicher Boxkampf hier um den WBO Interconti-Titel. So darf es gern weitergehen. Runde 4 von 12 läuft. Ja, zirkelt immer mal wieder in die Schlaghand des Peruaners, aber landet auch selbst immer wieder gute Treffer. Ja, da mahnt Zegarra einen Hinterkopftreffer an, aber hatte den Kopf da auch recht tief. Und da sind wieder diese explosiven Attacken von Zegarra. Da muss Isufi auf Zack sein, da muss die Deckung stehen, aber das tut sie bislang. Ah, sucht immer wieder den Infight, sucht immer wieder die kurze Distanz, um diese Körpertreffer ins Ziel zu bringen. Ja, recht unsauberer Stil jetzt hier von Zegarra, wird da auch ermahnt, den Kopf hochzunehmen. Ja, langsam werden die Attacken variabler, die Kombinationen länger. Und Zegarra immer wieder mit dem tiefen Kopf. Sollte Isufi heute im Aufwärtshaken versuchen abzukontern. Aber wartet da zu lang im Infight. Darf sich da nicht eindecken lassen von den Schlägen. Der ist durchgekommen. Muss mehr machen. Wieder die Rechte durchgekommen hier von Zegarra. Also das ist alles andere als ein Spaziergang hier für den Münchner. Der jetzt hier raus muss, weg vom Seil, sich nicht stellen lassen darf. Ah, er mahnt wieder den Kopfstoß.
Und wieder lässt er sich hier in der Ecke stellen. Muss raus da, muss mehr zirkeln, braucht mehr Beinarbeit. Shefat Isufi. Jetzt hat er den Peruaner an den Seilen. Da muss sie recht hinterher kommen, da ist sie auch. Aber geht daneben. Harte Aufwärtshaken getroffen hier von Zegarra. Da verliert Isufi den Mundschutz. Und der von Zegarra, der ist schon seit einiger Zeit draußen. Also, beide Kämpfer haben jetzt erstmal ein paar Sekunden, um ihren Zahnschutz wieder zu säubern und einzusetzen. Und ich denke, diese Pause tut vor allem Isufi gut, der jetzt in den letzten Sekunden nicht allzu gut aussah. Zegarra, der ist da so richtig in Fahrt gekommen und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Schöne Kombination wieder hier am Mann. Hat einen sehr, sehr unbequemen Stil, mit dem sich Isufi jetzt hier in dieser vierten Runde äußerst schwer tut. Letzten Sekunden des Durchgangs laufen. Also, da muss mehr kommen vom Münchner, wenn er den Titel hier mit nach Hause nehmen will. Und das war bislang ganz klar die beste Runde von David Martin Zegarra. Hier nochmal Highlights dieser vierten Runde. Immer wieder hat sich Isufi hier stellen lassen. Und zwar gegen die meisten Schläge auf die Deckung, aber der ein oder andere, der kam dann doch durch. Und das werden natürlich auch die Punktrichter auf ihren Zetteln so vermerkt haben. Ja, wir sehen hier Zegarra, der lächelt. Er hat natürlich auch gemerkt, dass diese Runde ganz gut für ihn lief. Vor allem immer wieder diese schönen Körperhaken, die werden vor allem hinten raus ihre Wirkung zeigen. Dann nämlich, wenn die Luft knapp wird, in den späten Runden, in den Championship Rounds, wie man so schön sagt. Und wieder lässt er sich hier in der Ecke stellen. Ah, Zegarra wird wieder ermahnt, Hinterkopfschläge, also boxt hier nicht den saubersten Stil. Aber auch damit muss man zurechtkommen, wenn man hier einen Titel gewinnen will. Isufi für meinen Geschmack nach wie vor zu untätig, lässt sich hier wieder stellen, kassiert den Aufwärtshaken durch die Deckung. Und Zegarra verliert hier erneut seinen Mundschutz. Nimmt sich dadurch selbst wertvolle Zeit. Tatsano Rokicani ermahnt seinen Kämpfer nochmal Tempo zu machen, sagt, das ist doch eine Pflaume, Mensch, leg mal hier einen nach. Und lässt sich hier erneut stellen am Seil. Sind das schon die Körpertreffer von Zegarra, die da Wirkung zeigen? Isufi immer mehr im Rückwärtsgang. Er muss doch nach vorn gehen, er muss doch das Tempo machen, wenn er hier gewinnen will. Und wieder ist es Zegarra, der marschiert, der drückt. Der Isufi versucht hier in der Ecke zu stellen. Und der wieder den Kopf tief hat, also da muss er aufpassen, dass er nicht einen Punktabzug irgendwann mal kassiert, wenn das so weitergeht. Na, da hat er sich ein bisschen einfach zu Boden drücken lassen. So, jetzt gibt es da den bereits angesprochenen, den schon erwarteten Punktabzug. Ja, da braucht er gar nicht so verständnislos den Kopf zu schütteln, um den hat er gebettelt. Mit den Aktionen in den letzten fünf Runden. Oh, schöne Rechte jetzt hier ins Ziel gegangen von Isufi. Aber da muss er nachsetzen, da muss mehr kommen. Darf sich hier nicht auf so einen Schlagabtausch einlassen. Zieht die Deckung wieder hoch, aber lässt sich hier erneut stellen am Seil.
Warum geht er da nicht raus? Warum bewegt er sich nicht weg da? Shefat Isufi, er träumt vom WM-Titel. Er träumt vom großen Gold. Dafür muss er heute aber erstmal hier am Peruaner vorbei. Und dafür muss er wesentlich mehr tun. Die letzten Sekunden des fünften Durchgangs laufen. Und es war wieder ein Durchgang, den man gut und gerne für Zegarra hätte werten können. Wäre da nicht dieser Punktabzug gewesen. Jetzt gibt es da Buhrufe für den Peruaner, der sich hier immer noch über diesen Punktabzug beschwert. Der davon abgesehen aber eine gute Runde abgeliefert hat. Hier sehen wir nochmal diese Szenen. Fast ausschließlich Zegarra, der Aggressor in dieser fünften Runde gewesen. Also da muss definitiv mehr kommen von Isufi in der zweiten Hälfte des Kampfes. Ja, da sehen wir den geschockten Gesichtsausdruck von Graziano Rocchigiani, der natürlich mitfiebert. Der von draußen nicht eingreifen kann. Und der auch nicht versteht, warum sein Schützling nicht ein bisschen mehr nach vorn marschiert. Und das Tempo hier bestimmt. Und wieder ist Zegarra der Erste. Schwinger geht jetzt leer. Schöner Konter von Isufi. Ah, Isufi, der hat Luft, der macht das Tempo. Ja, und Isufi, der steht da zwar in der Ringmitte, aber recht tatenlos. Jetzt kamen mal wieder zwei Führhände. Und die Deckung, die sieht jetzt auch ein bisschen halbherzig aus und schon ist eine rechte durchgeflutscht. Die Nase bereits auch ein wenig blutig von diesen rechten Geraden, die immer mal wieder durchkommen. Ah, schöner rechter Haken jetzt hier von Isufi. Und noch einer hinterher, das quittiert das Publikum hier natürlich. Mit Jubelrufen, die wollen ihren Lokalmatador hier natürlich siegen sehen. Und wieder mit dem Kopf voran. David Zegarra. Erneut gibt es die Ermahnung. Ja, jetzt bewegt sich Isufi hier ein bisschen mehr. Schöne Führhand. Also, wenn er will, dann kann er. Und wenn er macht, dann trifft er auch. Aber er macht zu wenig. Lässt sich hier schon wieder stellen. Eine Minute noch in dieser sechsten Runde, dann ist Halbzeit. Er muss mehr mit der Führhand kommen, denn die trifft fast jedes Mal. Ich weiß nicht, ob er hier Kraft sparen will oder ob er Angst vor dem Konter hat, denn dieser rechte Haken, den hat Zegarra immer mal wieder drüber geschossen. Bekommt ihr die Anweisungen aus der Ecke von Graziano Rocchigiani, kurze Hände ansatzlos in die Mitte zu schießen. Denn damit hat er den meisten Erfolg hier bislang in diesem Kampf. Ja, da bekommt er ein anerkennendes Nicken von Zegarra. Also das war offensichtlich ein Treffer, den er gemerkt hat. Und Graziano Rocchigiani, der wird am liebsten selbst mit dir reinspringen, so wie er gerade aussieht. Und das ist die sechste Runde vorüber. Eine bessere Runde jetzt für Isufi, aber er muss trotzdem noch wesentlich mehr tun. Wir haben es gesehen, wenn er diese ansatzlosen Hände durch die Mitte schlägt, dann treffen die in der Regel auch. Also unverständlich, dass er das nicht viel, viel öfter tut. Ja, wir bekommen es hier optisch ansprechend angezeigt. Die siebte Runde steht an. Hier erstmal noch Highlights der sechsten.
Also diese langen Hände und wieder dieser Kopfstoß von Zegarra, der immer wieder mit dem Kopf voranstürmt. Na, da war er kurz unaufmerksam. Das hat Isufi natürlich sofort genutzt. Ja, und das sind diese langen Führhände. Er muss seine Reichweite nutzen. Ist ein paar Zentimeter größer, ist ein paar Zentimeter länger. Man muss die Führhand einfach viel, viel öfter reinschießen. Jetzt macht er hier gleich von Beginn an Stimmung. Aber verfällt dann direkt wieder ins alte Muster und ist zu statisch. Also nur hinter der Deckung verschanzen, das reicht nicht. Nur auf Konter warten, das ist nicht genug. Gegen einen wie Zegarra, da muss man den Kampf machen. Sonst gibt man ihm viel zu viel Raum, um selbst zu punkten. Ja, jetzt landet er hier, gute Treffer. Und da geht das Publikum sofort mit. Sechs Kämpfer der zuletzt in Folge gewonnen, Shefat Isufi. Heute soll der siebte her. Heute will er einen weiteren Titel seiner Sammlung hinzufügen. War ja bereits Europameister, Eurasien-Champion. Hat schon so manchen Titel sammeln können. Und ein Interconti-Titel, das wäre der erste recht große Gürtel in seiner Sammlung. Also wir sehen hier nochmal die größten Vorteile von Shefat Isufi, aber der nutzt sie einfach nicht oft genug, sondern wartet da, verharrt da in der Halbdistanz hinter seiner Deckung, die mittlerweile wieder relativ halbherzig aussieht. Also da muss er aufpassen. Also siebte Runde fast vorüber. Wieder Zegarra, der Aktivere. Ah, schlägt viel Luft. So, eine halbe Minute noch in dieser Runde. Jetzt muss Isufi noch mal kommen hier. Schöne Führhand getroffen. Drei, vier Linke soll er schlagen, fordert Graziano Rocchigiani. Aber es reicht ja kaum für eine. Jetzt kommt ein schöner Cross hinterher hier. So müssen sie kommen. Und er hat auch den Respekt von Zegarra, das sieht man. Also das gleiche Spiel auch in diesem Durchgang. Isufi einfach zu verhalten. Wird hier nochmal eingeschworen von Graziano Rocchigiani, einem der erfahrensten Trainer und einem der dekoriertesten Boxer, den wir in Deutschland je hatten. Ja, immer wieder diese wilden Schlagabtausche am Mann, die Zegarra natürlich provoziert, indem er reinstürmt. Das ist unbequem. Aber damit muss er klarkommen, Shefat Isufi. Hier vor heimischem Publikum, vor voller Hütte hier mit seinen Münchner Fans. Also achte Runde läuft. Ah, jetzt macht er ein bisschen mehr hier, aber da fehlt ein bisschen der Pep hinter diesen Schlägen. Und Zegarra, der antwortet, der bleibt unermüdlich, der wühlt, der drückt. Und wird erneut ermahnt. Ja,
Schön aufwärts hacken jetzt hier. Zegarra, der ja immer wieder mit tiefem Kopf reinkommt. Da sind die Aufwärtshaken, genau die Waffe, um ihm beizukommen. Schöne Rechte nochmal durchgebracht hier. Also macht die Sufi jetzt hier wesentlich besser. Aber muss aus der Ecke raus. Ist natürlich auch ein sehr, sehr kleiner Ring. Nicht viel Platz, um sich zu bewegen. Da ist schnell Sackgasse, wenn man rückwärts geht. Und wieder eine schöne Rechte hier von Isufi. Klar, die beste Runde seit langem. Ah, findet langsam seinen Rhythmus. Wieder eine Führhand reingebracht. Und Zegarra, der baut langsam ab, der wird langsamer. Geht in die Puste aus hier. Isufi hat ihn am Seil. Aber macht immer zu wenig draus, wenn er den Gegner gestellt hat. Hat Zegarra hier Zeit gegeben, nochmal Luft zu schnappen. Und jetzt kommt der wieder vorwärts. David Zegarra hat den weiten Weg aus Peru sicher nicht hierher angetreten, um zu verlieren. Beschwert sich hier erneut über den Ellenbogen. Also vielleicht nicht das sauberste Duell, aber durchaus ein spannendes. Wieder tief mit dem Kopf. Jetzt muss er antworten. Jetzt muss er doch zurückkommen hier, Shefat Isufi. Die letzten Sekunden. Nochmal ein Ding reinhauen hier. Nein. Macht er nicht. Die Runde begann gut, aber endete wieder zu verhalten. Also, vier Runden hat er noch, um hier ein Ausrufezeichen zu setzen. Schöne Führhand. Wenn er die schlägt, wenn er die trifft, dann zeigt die Wirkung. Das sieht man hier. Da hat er Zegarra ganz schön durchgerüttelt mit dieser Doublette. Aber hat den Fehler gemacht, nicht nachzusetzen. Zegarra wieder ein bisschen Luft schnappen zu lassen. Ringfrei zur neunten Runde. Nur eine Niederlage musste David Zegarra bislang einstecken. Wird es heute die zweite? Oder kann er hier in der Höhle des Löwen auf feindlichem Terrain den Lokalmatadoren bezwingen? Wieder der tiefe Kopf, wieder die Ermahnung, riskiert hier einen weiteren Punktabzug, wenn er so weitermacht. Ah, da hat die Distanz nicht ganz gestürmt. Links, rechts soll er schlagen, fordert Graziano Rocchigiani. Wieder in der Ecke. Ja, rechtzeitig rausgegangen. Ja, tut sich schwer, hier die richtige Distanz zu finden mit dem konstant nach vorn marschierenden David Zegarra. Der jetzt hier selbst wieder ein paar Treffer landen konnte, vor allem zum Körper, sehr, sehr gefährlich bleibt. Weiter Schwinger hier, aber gut gekontert von Isufi.
Er explodiert da immer gut aus der Deckung raus. Shefat Isufi, nur eben nicht oft genug. Und schrubbt hier wirklich Kilometer, tänzelt hier um den Peruaner herum. Schöne Rechte wieder getroffen. Also Zegarra baut zweifelsohne ab. Das ist die Chance für Isufi jetzt hier, das Heft in die Hand zu nehmen. Aber lässt sich wieder in der Ecke stellen. Gibt es hier einen Timeout, weil wieder der Mundschutz rausgefallen ist. Weiß man nicht, ob das nicht vielleicht sogar Absicht ist, um noch mal ein bisschen Luft zu schnappen. Es ist jetzt das dritte Mal, dass er den Mundschutz hier verliert. Also lässt hier nichts unversucht. David Zegarra. Und stürmt hier sofort weiter. Und Graziano Rocchigiani, der springt hier vor Wut auf den Ring. Der kann es nicht fassen, dass sich Isufi hier so durch den Ring treiben lässt. Und wieder ist der Mundschutz draußen. Also da muss es doch jetzt mal einen Punkt Abzug geben. Also da gibt es eine klare Verwarnung hier. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier bei der nächsten Aktion den nächsten Punkt Abzug kassiert. Also macht sich hier viel kaputt durch seine unsauberen Aktionen. Denn boxerisch dominiert er hier diese neunte Runde klar. Was ist los mit Isufi? Ist da die Luft weg? Da kommt er nochmal. Landet nochmal eine schöne Rechte. Die neunte Runde ist gleich vorüber. Drei Runden muss er noch. Hat er noch die Körner dafür? Oder haben diese Körpertreffer tatsächlich schon Wirkung gezeigt? Das waren wirklich schwierige ein, zwei Minuten jetzt hier für Shefat Isufi. Und die Buhrufe, die ihr da gehört habt, liebe Kampfsportfreunde, die galten natürlich David Zegarra, der hier zweimal in diesem Durchgang den Mundschutz ausgespuckt hat, verloren hat, wenn man so will. Und immer wieder mit dem Kopf voran nach vorn stürmt. Und mit Sicherheit noch einen Punktabzug in diesem Kampf kassieren wird. Das wäre dann schon der zweite und hätte damit auch einen großen Einfluss auf das Ergebnis dieses Kampfes, sollte es hier um die Punkte gehen. Also, das Münchner Publikum, dem kann man hier definitiv ein Kompliment aussprechen. Die sind hier lautstark hinter ihrem Kämpfer. So, Runde 10 läuft. Und Zegarra macht wieder Druck. Steckt eine Linke durch. Durch die Doppeldeckung, die viel zu halbherzig jetzt ist. Nicht mehr so stabil steht wie in den ersten Runden. Schöner Körpertreffer vom Peruaner. Der gut kombiniert zum Körper, zum Kopf. Aufpassen muss, dass er ja nicht zu tief schlägt. Weiß ich, Isufi mal wieder mit einer Führhand, aber das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Und das ist vor allem viel, viel zu wenig. Also ab und an mal so eine Verlegenheitsführhand rauszuschießen, das reicht nicht gegen diesen aggressiv boxenden David Zegarra. Der wie so ein Duracell-Häschen hier konstant nach vorn geht. Beide belauern sich jetzt hier in der Ringmitte. Und es ist Isufi, der punktet. Also die Deckung und die Schläge, die sitzen bei Shefat Isufi, aber an der Kondition, da muss er was machen. Muss einfach aktiver agieren hier. Notfalls eben auch über 12 Runden. Wenn er den Titel haben will. Oh, das war eine harte Rechte von La Pantera aus Peru.
Oh, der hier zwei schöne Hände kassiert hat. Von Isufi, der ja kann, wenn er will. Schöner Aufwärtshaken. Da gibt es ein zustimmendes Nicken vom Peruaner. Warum macht er das nicht öfter? Hätte den Kampf hier durchaus dominieren können, wenn er mehr von solchen Aktionen gezeigt hätte. Und Rocky Gianni, der wird hier fast wahnsinnig am Ring. Wieder die Führer, aber die kommen nicht mehr so knackig wie zu Anfang. Da merkt man, wir sind bereits in der 10. Runde. Letzten 10 Sekunden. Wer kann hier nochmal einen reinhauen? Wer kann hier nochmal ein starkes Finish hinlegen? Schöner Treffer jetzt hier von Isufi. Der war nochmal wichtig. Also, gute Runde von beiden. Knappes Ding hier. Und wirklich schwer, schwer zu werten, der Kampf. Insbesondere in Anbetracht des Punktabzugs. So, jetzt gibt es hier eine kurze Verwirrung. Der Kampf war ursprünglich mal auf 10 Runden angesetzt. Läuft jetzt aber wohl doch über 12 Runden. Graziano Rocchigiani außer sich, verständlicherweise. Also die ursprüngliche Ansetzung lautete 10 Runden. Während des Kampfes wurde mir dann mitgeteilt, dass er über 10 Runden läuft. Also, es geht tatsächlich weiter. Es geht in die Championship Rounds. Es wird eine 11. und vielleicht eine 12. Runde geben. Das ist natürlich bitter, wenn sich Shefat Isufi jetzt hier auf 10 Runden vorbereitet hat und jetzt noch 6 Minuten vor sich hat. Mental vielleicht auch schon abgeschlossen hat mit diesem Kampf und jetzt hier nochmal raus muss. Also, das fordert jetzt mentale Stärke hier vom Münchner. Aber der boxt sich den Frust hier von der Leber. Landet hier zwei, drei starke Hände. Gute Runde bislang von Isufi. Schöne Treffer. Also vielleicht war das der Weckruf, den er gebraucht hat hier. Die letzten zwei Runden. Er weiß, dass er jetzt nochmal aufdrehen muss. Geht da viel zu offen hinterher. Da muss er aufpassen. Aber landet ein schöner Hack und schickt Zegarra hier zu Boden. Sensationell in der 11. Runde. Kommt der Peruaner nochmal auf die Beine. Das war eine harte Rechte, die da eingeschlagen ist. Er steht, aber er wackelt und der Kampf ist vorüber. Shefat Isufi ist WBO Intercontinental Champion. Sensationell. Da gibt es ein Küsschen von Rocky. Also, das war eine ganz, ganz enge Kiste. So nach Punkten hätte das wirklich eng werden können für Shefat Isufi, der hier in der 11. Runde knallhart den Sack zugemacht hat und einen weiteren Titel zu seiner Sammlung hinzufügen kann. Überglücklich ist. Also, die dachten, das ist angesetzt hier auf 10 Runden. Wurden überrascht mit den 12 Runden. Also, hat er sich gesagt, gut, mache ich das Ding einfach vorzeitig. Und er freut sich natürlich nach einem harten, ausgeglichenen und sehr, sehr spannenden Kampf. Und hier sehen wir nochmal dieses tolle Finish. Los ging's mit dieser Rechten, da hat er schon gewackelt. Hinter der linke Haken und sofort die Rechte. Keine Chance für Zegarra. Wow. Ursprünglich wurde der Kampf auf 10 Runden angekündigt und ist auch so in den ausliegenden Fallkarten eben zu sehen gewesen. Da es sich um einen Titelkampf handelt, ist er natürlich auf 12 Runden angesetzt. Es handelt sich quasi um den Teufel, um den Druckfehler. Daher auch am Anfang die Ankündigung auf 10 Runden. Dennoch, diese 11. Runde hat dann die Entscheidung gebracht. Und sobald sich David Zegarra wieder erholt hat, werden wir zur Urteilsverkündung schreiten.
Ja, da lässt er sich hier feiern vor heimischem Publikum, hat er sich verdient. Wie gesagt, muss konditionell definitiv noch an sich arbeiten, war da zwischenzeitlich viel, viel zu verhalten, aber boxerisch, da kann er definitiv mithalten bei auch größeren Gegnern, also größere Kämpfe, die dürfen gerne kommen, wenn er mal den einen oder anderen Waldlauf mehr ins Trainingsprogramm einschiebt, denn wenn er losgelegt hat, dann hat er das auch Hand und Fuß. Dann hat er da auch getroffen und die Dinger haben gesessen. Und dass er ein Finisher ist, das hat er gezeigt hier in der 11. Runde mit dem 19. Knockout seiner Karriere. Zegarra, der kommt da in der Ecke langsam wieder zu sich und musste im zweiten Kampf außerhalb seiner Heimat auch die zweite Karriere-Niederlage einstecken. Und zwar eine besonders bittere. So, hierum ging's. Den darf Shefat Isufi nun sich über den Kamin hängen. Die Interkontinentalmeisterschaft der WBO. Arthur Abraham hat diesen Gürtel getragen, Jürgen Bremer hat ihn getragen, Vincent Feigenbutz hat ihn getragen und in diese Fußstapfen will der 27-Jährige aus München auch treten. Die großen Kämpfe, die können nun kommen. Und wir freuen uns jetzt erstmal auf die offizielle Verkündung des Urteils. Sieger durch K.O. nach 1 Minute 21 Sekunden der 11. Runde. Und damit neuer WBO Intercontinental Championship Winner, Shefat Isufi! Meine Damen und Herren, nur bitte einen großen Dank, einen großen Applaus für einen Mann, der sich hier hart verkauft hat. Bitte einen großen Applaus für La Pantera, für David Martin Zegarra! Und nun kommt das, vor dem sich Shefat Isufi mehr fürchtet als vor jedem anderen Gegner. Er ist ein Vertreter der ganz ruhigen Art unter den Boxern und die Interviews, die macht er äußerst ungern. Aber heute hat er allen Grund zum Strahlen, allen Grund zum Reden. Shefat, was bedeutet dir dieser Erfolg, was bedeutet dir dieser Gürtel des WBO Intercontinental Champions? Also für mich bedeutet viel dieser Gürtel, ist ein großer Gürtel in meiner Karriere und ich hoffe, wir trainieren weiter, wir schaffen bis Weltmeister. Shefat, es war ein harter Kampf, wahrscheinlich der härteste in deiner gesamten Karriere. Wann hattest du das Gefühl, du knackst diesen Mann? In den ersten Runden hattest du große Probleme. Also Respekt für den Gegner, er war stark, er war gut Vorbereitung. Aber ich habe gesehen, dass ich kann locker gewinnen mit Punkten mit ihm. Ich wollte nicht kämpfen mit ihm und dann nach der letzten zwei Runde, ich habe ein bisschen Gas gegeben und er war K.O. In deiner Ecke steht eine deutsche Boxlegende mit Graziano Rocky Gianni. Ihr arbeitet seit 2 Monaten zusammen. Welche Auswirkungen hat es auf dich, auf dein Boxen, auf deinen Stil gehabt? Also ich bedanke mein ganzes Team und natürlich bedanke große Bedanken als Rocky Graziano. Sieht man, wie hat mich vorbereitet und wir hoffen, wir machen weiter und wir schaffen bis zum Weltmeister mit Rocky Graziano. Ich bedanke. Vielen Dank, Shefat Isufi. Und jetzt wollen wir natürlich auch seinen Trainer zu Wort kommen lassen. Rocky, Graziano, Rocky Gianni, selbst 2-mal Weltmeister bei den Profis, komm in die Mitte des Rings. Rocky, du warst während des ganzen Kampfes aktiv dabei, fast noch mehr als zu deiner aktiven Zeit selber. Du hast gerührt wie ein Hirsch. Was war das Problem am Anfang, dieser David Zegarra? Das war ja nun wahrlich keiner aus dem Streichelzoo. Ich finde nicht, dass er am Anfang Probleme hat. Er hat im Prinzip für mich bis auf eine Runde jede Runde gehabt. Und wie gesagt, also für mich hat er von Anfang an keine Probleme gehabt. Nur man muss ihn natürlich noch ein bisschen führen, weil er eben noch nicht lange mit festen Trainer arbeitet. Und daher schreie ich auch so viel. Irgendwann wird er doch weniger. Was zu sehen war,
Du hast es immer wieder gefordert und er hat es auch zum großen Teil umgesetzt. Shefat hat die berühmte Rocky-Doppeldeckung geboxt. Musstest du ihn verändern als Boxer? Naja, was heißt verändern? Ein paar Sachen, die werden grundsätzlich geändert. Wenn man nie mit einem festen Trainer gearbeitet hat, wie der Shefat, dann muss man einfach ein paar Sachen wieder neu lernen und das haben wir versucht zu machen. Und er ist noch lange nicht da, wo er hinkommen könnte, wenn er eben fleißig weiter trainiert mit einem festen Trainer. Und ja, ich hoffe, dass es weitergeht und ja, dass wir irgendwann mal Weltmeister sind. Der feste Trainer, wird das Graziano Rocky Rocky Gianni heißen? Bitte? Wird der feste Trainer Rocky heißen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben jetzt wahrscheinlich nach dem Kampf irgendwann jetzt nächste Woche ein paar Gespräche und ich würde gerne weiter trainieren, aber die Voraussetzungen müssen auch stimmen und das muss ein professionelles Arbeiten sein mit dem ganzen Team. Da reicht es nicht, wenn man ab und zu mal einen Sparringspartner kriegt, sondern da muss alles genau stimmen und von daher hoffe ich, dass alles so kommt. Es wäre schön, wenn du weiterhin in München bleibst und aus München eine Boxhochburg machst, mithilfst, dass es zu einer Boxhochburg wirkt. Graziano, Rocky, Rocky Gianni! Wir wollen nicht vergessen, ebenfalls in der Ecke von Shefat Isufi war ein weiterer ehemaliger Weltmeister, nämlich der Bruder von Graziano, Ralf Rocky Gianni, also zwei Ex-Champs, die nun Shefat Isufi weiter sicherlich hoffentlich führen werden und prägen hoffentlich dann auch bis zu einem WM-Kampf. Meine Damen und Herren, ganz kurze Pause, bevor wir dann um 23 Uhr mit dem Hauptkampf des heutigen Abends starten. Bitte seien Sie um 22.10 Uhr wieder in der Halle. Wir haben noch einen kleinen Showteil für Sie vorbereitet. Wir wollen die Kämpfe einsprechen, würdigen und natürlich dann diesen Hauptkampf zwischen Emre, Lion Junior Chukur und Ishwan Zekezeller dann pünktlich starten. 22.50 Uhr bitte wieder hier in der Halle. Also liebe Kampfsportfreunde, ihr habt's gehört, einen tollen Titelkampf haben wir gesehen mit einem klasse Finish und einen haben wir noch, den Hauptkampf des heutigen Abends. Emre Chukur, der Lion Junior hier, der Lokalmatador aus München, trifft auf Ishwan Zeller und will sich empfehlen für einen Junioren-WM-Kampf. Das gibt's in wenigen Minuten. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich.